Warum sind eigentlich auf der Mega-Rutsche so viele wütende Wiggler? Och Menno, ich will doch nur zum grünen Stern kommen. Kartstastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Galaxy 2. Hier auf Katze. Weiter geht es hier in der Honigblütengalaxie mit unserem Bienen-Mario. Der ist super lustig unterwegs. Zumal ich mit ihm auch, denke ich, die höchsten Höhen aller Höhen erreichen kann. Ja, das habe ich jetzt irgendwie komisch formuliert. Ich meinte damit, dass mit Mario überall hinfliegen kann. Und rüber mit uns. So, diesen Abschnitt haben wir bereits in der letzten Folge erfolgreich gemeistert und haben dann anschließend hier bei diesen Trauben, oder was es auch sein soll, den ersten Grünstern gefunden. So, der zweite folgt zugleich. Ich frage mich, ob ich hier irgendwie nach oben komme. Ja, komm. Ohne, dass ich nochmal den Boden berühren muss. So, da war der erste Grünstern. Der ist jetzt natürlich transparent. Und wir fliegen gleich mal weiter. Mal gucken, wo der nächste ist. Ah, ein Fuzzy. Nein! Oh, direkt runtergeschubst worden in den nächsten Pilz. Da unten ist nichts. Frag mich, ob ich hier jemals unten war. Zwei schwarze Löcher, das heißt, da unten wird es definitiv nicht weitergehen. Dafür aber hier oben bei den Fuzzies. Die sind auch lustig, richtig lustige Kerlchen. So, festhalten und drüber. Achtung. Sehr gut. Und jetzt muss ich hier ordentlich rüber schwingen. Oh, wetten, dass der letzte Stern hier in der Honigblütengalaxie irgendwo in der Luft ist? Vielleicht sogar hier oben. Und. Nee, da sind nur Sternenteile. Oder da oben irgendwo. Gucken wir mal. Nee, auch nicht. Doch. Da ist er. Wir haben ihn. Yeah. Sehr cool. Es hat funktioniert. Mario hat einen weiteren grünen Stern erhalten. Zurück zur Basis. Hallo, Lupa. Guck mal, wie gut es läuft. Wir haben einen richtigen Lauf. 154, Galaxie komplett abgeschlossen. Und jetzt geht es, glaube ich, in die Welt von Bowser, oder? Schauen wir mal ganz kurz rein. So. Ja, wir haben hier alle. Wir müssen also tatsächlich zu Bowsers Lava-Imperium. Da warten zwei grüne Sterne auf uns. Und das bedeutet wie gewohnt, Kometenalarm, macht euch bereit. Grünstern Nummer 1. Okay, alles klar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier sind die Thwomps unterwegs. Die Wumps. Wumps, so heißen die. Nicht Thwomp, sondern Wump. So heißen diese Steine, die sich auf uns stürzen mit einem Bauchklatscher, um Mario zu zerquetschen. So, weg mit Kamek. Und da ist ein blauer Stern. Ziehen wir uns kurzerhand mal rüber. So, perfekt. Ja, vorsichtig auf die andere Seite. Und hier mittels Trampolin nach oben. Klasse. Nächster Abschnitt. So. Oh, ich lande in der Lava. Oder kann ich korrigieren? Nein, out! Naja, halb so wild. Ist ja am Ende des Tages nochmal gut gelaufen. So, jetzt geht's hier weiter. Und da hinten sehe ich schon das große Tor. Müssen wir bis dahin rüber? Also einen Grünstern habe ich immer noch nicht gesehen. Auch nicht gehört. Und da haben wir einen kleinen Hammerbruder. Hey, mein Freund. So, mal kurz umgehauen und zack. Jetzt kommt ein nächster Sternenring raus. Wing. Jetzt sind wir hier. Aber auch da Pustekuchen. Da ist nichts. Dann runter mit uns. Nächster Abschnitt. Autsch, ey, Knochen trocken. Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte hier unbeschadet rüberkommen. So. Hier höre ich was. Oh, da hinten, ich seh's. Seht ihr das Glitzern? Da ist der Stern. Oh, kann ich da einfach rüberspringen? Achtung. Nein. Ich muss jetzt da landen. Ich muss auf dem Stern landen. Bitte. Oh, das hätte auch schief gehen können. Zum Glück hatte ich den Maxi-Pilz. Sonst hätte ich jetzt meine Leben verloren und müsste den gesamten Abschnitt wiederholen. Zumindest bis zum Checkpoint. Oder ab dem Checkpoint, so. So wird ein Schuh draus. 155. Ist das nicht grandios? Spiel gespeichert, zurück an Steuer und wir flitzen weiter.
Bowsers Lava-Imperium. Sternenkomet Nummer 2. Und das war tatsächlich der erste. Das bedeutet, dass der zweite grüne Stern erst danach kommen muss. Ich gehe mal davon aus, dass wir durch dieses Tor müssen, um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Grünstern 2, wir sind bereit. Und kaboom, da wären wir auch schon. Also nochmal das gleiche Spielchen hier. Vorbei an Kamek, der uns einen Sternenring spendiert. Und dann flitzen wir rüber. So. Gute Ausgangsposition für uns. Dann geht's mit dem Trampolin zum nächsten kleinen Planeten. Doch hier ist Vorsicht geboten. Vorhin habe ich mich ja so ganz ungeschickt verhalten. Aber diesmal... Oh, diesmal hat es geklappt. Gut, gut. Na, so viel zum Thema, es hat geklappt. Zack, treffen mich die Hotheads. Die flammenden Kugeln. Ah ja, aber alles halb so wild. Nächster Abschnitt. Hier mit schönen, eleganten Sprüngen auf die andere Seite springen. Das sieht doch gut aus. Hallo Hammerbruder. Na, was hältst du von dieser Drehattacke hier? Zack. Erwischt. Da ist der Sternenring und es geht direkt weiter. Stück für Stück. Wir lassen nichts einfach so anbrennen, wortwörtlich, buchstäblich anbrennen, sondern springen sofort weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und jetzt vorbei an dem Riesenklotz hier. Ich werde dich zerquetschen. Das glaube ich eher nicht, mein Freund, aber ich lasse dich in Ruhe. Oh, hier, achso, ja, es glitzert wegen dem transparenten Stern, den wir allerdings schon haben. Deswegen geht es hier auch direkt weiter zum Tor. Dieses Tor lässt sich ziemlich einfach öffnen mit dieser Kugel hier. Und das ist auch cool, dass diese Kugel, die Teil des Bosskampfes gegen Bowser ist, hier schon eingebaut wurde. Weil man dann damit lernen kann, wie sich diese Kugel verhält. Oh, da ist der zweite! Da ist der zweite grüne Stern. Du musst einfach nur durchfallen. Zack! Oh, was? Irgendwie habe ich mich versprungen. Na gut. Checkpoint war zum Glück direkt hier, also probieren wir es gleich noch einmal. Direkt in den Stern hinabfallen und diesmal hat es funktioniert. Sehr gut. Wieder ein Stern in der Tasche. Mensch Mario, wie machst du das bloß? Hast du einen Tipp für uns, wie wir genauso gut werden können wie du? Oh, einfach immer Gemüse essen. Viel Gemüse und du schaffst das. Oh, it's me, Mario. Dankeschön, Mario. Wir speichern also ab, viel Gemüse lohnt sich. Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Zucchini, Aubergine, Tomaten. Sucht's euch raus. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier einen Kometenalarm in der nächsten Galaxie. Das ist die Wuchtwipfel-Galaxie. Grünstern 1 wartet schon auf uns. Und da habe ich sogar noch abgespeichert, wo der erste ist. Der ist nämlich oben, kurz vor der Baumkrone. Oh, da sieht man ihn sogar. Seht ihr ihn da oben? Okay, alles klar. Wir schaffen das. Als allererstes brauchen wir natürlich Yoshi. Und ich muss dazu sagen, nicht wegen Yoshi, aber allgemein gehört diese Baumwipfelgalaxie zu meinen Lieblingsgalaxien hier im Spiel. Vielleicht liegt es auch wieder an der coolen Yoshi-Musik. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ich mag einfach so helle, bunte Level. Vor allem, wenn das noch so naturverbunden ist, wisst ihr? Hell, farbig, bunt und Natur. So, das sind jetzt mal ein paar Begriffe, die ich in den Raum geworfen habe. Wenn das gegeben ist, dann fühle ich mich am wohlsten. Das ist wie, wenn man einen Trip in die Großstadt macht. Was finde ich da immer am besten oder am schönsten? Das Shoppen? Nö. Ein besonderes Gebäude? Nö. Hier ist übrigens der grüne Stern. Sondern ich finde es immer am schönsten, wenn man einen Park hat, eine naturbelassene Fläche, eine Stelle, mitten in der Großstadt. Das gefällt mir in einer Großstadt immer am besten. So, das war der erste Stern, der war ja sehr, sehr einfach zu kriegen. Und die anderen zwei sollten allerdings auch nicht so schwer sein. Wuchtwipfel Galaxie, wir kommen! Der zweite Stern möchte von uns ergattert werden.
So, Kometenalarm, Kometenalarm. Ja, wir machen uns bereits auf den Weg. Grünstern 2 möchte als nächstes von uns geschnappt werden. Jetzt müssen wir auch den Sternenring nutzen. Und hier, habt ihr das gehört? Da hört man schon im Intro das Sternengeräusch. Also in diesem ausgehöhlten Baum, da wo die Rinde so abgenagt wurde, da werden wir wahrscheinlich den zweiten grünen Stern finden. Machen wir uns also direkt auf den Weg hier, ohne Spinnen zu berühren. Spinnen sind echt putzige Wesen. Ich finde sie eigentlich ganz schnuckelig. Sie essen dann auch die ganzen Fruchtfliegen weg oder generell so kleine andere Insekten. Deswegen finde ich Spinnen toll. Aber in dem Fall war die Spinne ja etwas fies zu uns, denn sie hat uns geschubst. Dennoch müssen wir sagen, für gewöhnlich machen die Spinnen hier im Spiel nichts. Sie schwingen einfach auf ihrem Seil, wollte ich schon fast sagen. Auf ihren gespinnten, ja, Schnüren, Spinnweben. Was ist denn die Einzahl von Spinnen? Ja, die Spinnwebe. Punkt. Mitten in der Frage die Antwort gefunden. Eine Spinnwebe. Mehrere Spinnweben. So, gut. Spaß beiseite. Oder genug erklärt. Da ist der Stern. Okay. Hat sich direkt erledigt. Rückwärtssprung hat leider nicht funktioniert. Yoshi, nichts für ungut. Sei mir nicht böse. Ich wollte dich nicht einfach so abwerfen. Ich wollte allerdings elegant zum Stern rüberspringen, was mir nicht gelungen ist. Na gut. Noch einmal hier durch und wichtig ist hier der Flatterflug. Sogar zusammen mit Yoshi geschafft. Ist das nicht wunderbar? Stern Nummer 2 erhalten. Doch wo wird der dritte sein? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. So. Tada! 158. Das ist echt zum Verrücktwerden, oder? Wie viele wir schon in dieser Videoserie gesammelt haben. So, Wuchtwipfelgalaxie, ich komme. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer. Piu, 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 piu. Kometenalarm, Kometenalarm, es geht weiter. Jo, ich komme. Grünstern Nummer 3. Und mal sehen, wohin uns der Weg führen wird. Ah, die Rutsche. Stimmt. Die Wuchtwipfelrutsche. Da wird der dritte und somit letzte Stern versteckt sein. Oh, da ist Luigi, aber das ist Geister-Luigi. Was bedeutet Geister-Luigi? Ihr könnt gegen euren eigenen Geist antreten und das Level abschließen. Vielleicht kennt ihr diese Geister-Daten, die man in Mario Kart auch hat. Man fährt also gegen sich selbst, gegen seinen eigenen Geist und versucht, seinen eigenen Rekord zu schlagen. Genau das Gleiche macht man hier auch. In dem Fall gegen, in Anführungszeichen, Geist-Luigi. Also, wenn man ihn anspricht, läuft er einfach direkt drauf los und schließt das Level so ab, wie ich es damals mit Luigi abgeschlossen habe. Also in der Geschwindigkeit. Und so kann man versuchen, einen immer besseren Highscore hinzulegen und seinen eigenen Rekord zu schlagen. Das nur mal so ganz nebenbei. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant für euch, falls ihr auch Mario Galaxy 2 spielt. Falls ihr das Spiel nicht habt, nicht schlimm. Falls ihr eine Wii oder eine Nintendo Wii U habt, dann könnt ihr dieses Spiel tatsächlich für schlappe 10, manchmal 15 Euro auf eBay zum Beispiel finden. Ich habe jetzt 12 ausgegeben. Sage ich jetzt in Folge 42. Hätte ich auch mal in der ersten Folge sagen können. So, Achtung. Ich habe es ja damals schon mal gespielt, allerdings damals ausgeliehen. Deswegen habt ihr so lange auf diese Videoserie warten müssen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, ich habe mich versprungen und ich lande irgendwo im Nirgendwo. Naja, überhaupt nicht schlimm, dann wiederholen wir das Ganze. Ja, wie schon gesagt, ihr habt so lange warten müssen, weil ich das Spiel einfach nicht hatte. Ich habe es ja damals noch ausgeliehen, aber jetzt eben sehr, sehr günstig gebraucht kaufen können. Und deswegen genießt oder dürft ihr jetzt Mario Galaxy 2 hier auf Katze genießen. Zumindest hoffe ich, dass ihr das genießt und dass euch diese Videoserie selbst jetzt am Ende mit dem grünen Stern nach wie vor Spaß macht. Glaubt mir, die letzten 1-2 Sterne, die werden nochmal ganz besonders werden. Denn da sind wir in einer Welt, die wir noch nie gesehen haben. Aber ja, ich werde nichts verraten. Wir werden im Laufe des Abenteuers sehen,
was dort zu holen ist. Natürlich ein Stern, aber wie die Welt aussieht. Ich meine, wir kommen echt schnell voran mit den grünen Sternen. Vielleicht wird die Videoserie so 50, 52, 55 maximal Folgen haben. Plus, minus. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, Achtung, Achtung, grüner Stern. Ich muss nach links. Ja, perfekt. Diesmal hat es funktioniert. Und tada! Ein weiterer grüner Stern. Und zurück. So, Luba. Lieber Luba, was hältst du davon, wenn ich dir jetzt sage, dass wir schon 159 Sterne haben? Da staunst du nicht schlecht, was? Okay, Spiel gespeichert und zurück an Steuer. Wir wollen in die nächste Galaxie. Und das ist die Flaumwandler-Galaxie. Auch eine sehr, sehr schöne Galaxie, die auch irgendwie klein ist. Vieles spielt sich in der Luft ab. Man bewegt sich auf der eigenen Wolke. Demzufolge sieht man nicht viel, aber naja, bildet eure eigene Meinung. Ich finde sie verhältnismäßig klein. Keine so große Galaxie. Und schwupps, schon landen wir hier und es kann losgehen. Achtung, Achtung, da ist wieder der fiese Vogel. Der erste Stern ist direkt hier oben versteckt. Sollte zumindest der Fall sein. Und dazu muss ich aber hier noch elegant nach oben springen. Sehr gut. Oh, wie hoch kann denn dieser Vogel bitte fliegen? Och Mensch, du störst da oben. Wir wollen doch nur an dem grünen Stern. Und oh nee, jetzt hat er mich umgeschmissen. Das gibt's ja nicht. Na gut, auf ein neues. Ich hole mir nochmal Wolken-Mario, die super Wolkenfähigkeit. Und dann geht es hier vorsichtig nach oben. So, jetzt aber. Komm, komm, jetzt. Ich möchte einmal oben landen. Dann eben mit der Wolke. Und da ist der Stern. Tada! Schon haben wir es geschafft. Der Stern war direkt zu Beginn des Levels versteckt. Also alles andere als schwer. Man hatte nur, also ich zumindest, hatte jetzt nur Probleme mit dem Vogel. Irgendwie wollte er mich ständig mit seinem Stachel auf dem Kopf pieksen. Was ich gar nicht leiden kann. Wer kann das schon leiden? Niemand. Niemand möchte von einem stacheligen Vogel getroffen werden. Flaumwandler-Galaxie, Stern Nummer 2, wir kommen. Und der wird sich natürlich irgendwo dort befinden. Irgendwo wahrscheinlich in der Luft. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Grünstern 2. Sehen wir hier schon was aus der Ferne? Also ehrlich gesagt, habe ich jetzt nichts gesehen. Naja, dann fliegen wir erstmal runter. Und dann wird es bestimmt sehr, sehr spannend. Meine Lieben, tippt mal auf dieses Video. Ich denke, da werdet ihr eine Menge Freude und Spaß daran haben. Bleibt katztastisch!